2014 war ich zum Stutentrieb in El Rocío, ein Ort, der wie für Pferde geschaffen ist. Die Straßen bestehen aus weichem Sand und vor jedem Haus gibt es Anbinder für die Pferde. In El Rocío scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Man sieht Reiter, aber kaum ein Auto. Vor den Bars, die in El Rocío reichlich gibt, sind extra für die Reiter Tresen angebracht. So muss man nicht erst absteigen, wenn man durstig ist. Der Stutentrieb findet einmal im Jahr statt. Dann werden die Pferde der Rasse Marismenos aus dem Nationalpark Coto de Nonana eine Woche lang von den Cowboys zusammengetrieben und durch die Straßen von El Rocío zur Kirche getrieben, wo sie gesegnet werden. Anschließend geht es weiter Richtung Almonte. Auf halbem Weg ist ein riesiges Korall mit großen Bottichen Wasser aufgebaut, in das die ca. 1000 Pferde getrieben werden, um mehrere Stunden in der Mittagssonne unter den Bäumen zu pausieren. In der Pause haben die Fohlen Zeit, ihre Mütter zu finden, zu trinken und auszuruhen. Die Besitzer der Pferde schauen sich ihre Fohlen an und die ersten Verkaufsgespräche werden geführt. Zuschauer, Pferdebesitzer, Cowboys und Kaufinteressenten machen in der Zeit ein großes Picknick. In der langen Pause werden die Pferde in kleine Gruppen von ca. 200 bis 300 Pferde weiter nach Almonte zum großen Pferdemarkt getrieben. Hier wird wieder sortiert. Nun kommen die Pferde in kleine Koralle, die Nummern tragen. Inzwischen ist es Abend und die Pferde können sich wieder ausruhen bis zum nächsten Morgen. Let's go.
Am nächsten Morgen werden die Schweife und die Mähne bei den Fohlen teilweise auch Jährlingen abgeschnitten, damit sie stärker nachwachsen. Der Tierarzt schaut sich die Tiere an und die ersten Kaufinteressenten sind auch schon da. Jetzt kann jeder schöne Marismianus kaufen. Das Ganze zieht sich über 3 Tage hin, dann werden die Pferde wieder zurück in den Nationalpark getrieben, bis ein Jahr später wieder die Segnung und Verkauf ansteht. Thank you.